Kollege, ganz schnell, erlauben Sie möglicherweise eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Nolte aus der AfD? Aber sehr gern, Herr Nolte. Herzliche Einladung. Herr Kollege, Sie reden hier viel über die Verfassung. War die Aufgabe der Grenzkontrolle durch die CDU verfassungskonform? Oh. Und war die Homo-Ehe verfassungskonform? Ja, Herr Nolte, ich finde es schön, dass Sie diese Frage stellen. Ich empfehle Ihnen zu sagen, ja, denn es gibt zu beiden noch kein entgegenlaufendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich sage Ihnen ausdrücklich, zur Homo-Ehe habe auch ich damals verfassungsrechtliche Bedenken gesehen. Darüber muss man reden, da wird es Entscheidungen geben. Aber machen Sie sich mal eins klar, hier jetzt so zu tun, wir wären die Rechtsbrecher. Sie haben nicht mal das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drin steht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat im Jahr 2017 Folgendes gesagt. Ein Verbot, gemeint ist hier die Vollverschleierung, ist möglich und notwendig. Das deutsche Verbötchen zur Vollverschleierung muss so wie in anderen Ländern Europas ausgeweitet werden. Weiter, wir geben unsere Identität nicht auf, sondern sind bereit, dafür zu kämpfen. Die Bürger gehört nicht zu Deutschland. Ja, super. Wie ist das in Einklang zu bringen mit den Reden, die ich aus Ihrer Fraktion zu diesem Punkt bis jetzt gehört habe? So, jetzt ja, bitte. Ganz ehrlich, hätten Sie zugehört, genau das ist das, was ich gesagt habe. Und ich unterschreibe das eins zu eins, was Andi Scheuer gesagt hat. Und schauen Sie nach Bayern. Da kann man nämlich kompetenziell das beschränken. Das hat man in Bayern gemacht. In Bayern gibt es keine Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung. Und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Und ich sage Ihnen zum Abschluss eins. Sie stellen sich hier hin und wollen die Retter des christlichen Abendlandes sein. Wir müssten die Verfassung ändern. Und wenn man das machen würde, würden Sie die Axt anlegen an die Wurzel der Religionsfreiheit. Und dieses Schrankensystem, was ich Ihnen gerade erklärt habe, hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um christliche Minderheiten zu schützen. Und das sollte für Sie einfach das Entscheidende sein. Sie sind weder die Retter des christlichen Abendlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank. Und wissen Sie, Sie hatten ja schon die Chance in den Landtagen. Ich habe mich in den letzten Tagen mal umgehört. Ich habe mich in den letzten Tagen mal umgehört, wie Sie sich so in den Enquete-Kommissionen schlagen, in den Landtagen, in denen Sie sitzen. Da habe ich sehr possierliche Eindrücke gehabt. In Hamburg wurde mir berichtet, in der Enquete-Kommission Kinderschutz und Kinderrechte stärken, sind Sie nicht durch inhaltliche Arbeit aufgefallen, sondern dadurch, dass einer Ihrer Abgeordneten handfest eingeschlafen ist. Oder in der Enquete-Kommission Rassismus und Diskriminierung in Thüringen. Da haben Sie gesagt, wer kann da der beste Experte sein? Richtig, Björn Höcke. Aber Ihr Rassismusexperte Björn Höcke konnte sein Expertenwissen nicht so häufig einbringen, da er nicht so oft anwesend war. Oder noch besser, Rheinland-Pfalz, ein Paradebeispiel für Ihre erfolgreiche Sacharbeit. Ja, in der Enquete-Kommission Tourismus in Rheinland-Pfalz haben Sie es geschafft, in über einem Jahr nicht auch nur eine einzige Frage für eine Anhörung einzureichen oder einen einzigen Experten zu benennen. Und ich sage Ihnen mal eins, wenn wir jetzt eine Enquete-Kommission einsetzen würden und alle Fraktionen so arbeiten würden wie Sie in den Landtagen, dann wäre diese Enquete-Kommission sicherlich kein Motor für neue Ideen, sondern vor allem eines, Steuerverschwendung. Auch zu fortgeschrittener Stunde können wir uns bei dieser Debatte jetzt vorkommen wie in einem Hollywood-Film. Nämlich wie in dem Hollywood-Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, der tägliche Gruß ist Ihr Antrag zur direkten Demokratie. Sie sind das Murmeltier und ich bin heute Bill Murray. Das deutsche Staatsvolk ist Ausgang unserer staatlichen Gewalt. Es ist das Subjekt unserer Politik und das deutsche Staatsvolk, das sind die deutschen Staatsangehörigen. Das ist und bleibt so. Und das kann man anders sehen, aber ich sage Ihnen, lesen Sie einfach mal in einem soliden Grundgesetzkommentar und nicht irgendwie bei Roter Hilfe und in der jungen Welt. Dann finden Sie auch richtige Antworten. Ja? Was haben Alice Weidel, der Kollege Karl Lauterbach, ja, der SPD-Kollege mit der Fliege, und zum Beispiel Thomas de Maizière gemeinsam? Genau, die einfache Antwort findet jeder raus, das steht im Kirchner, alle sind promoviert. Die kompliziertere Antwort, alle drei, Alice Weidel, Karl Lauterbach und Thomas de Maizière, alles drei Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja, und das heißt zum einen, so ein schlimmer Klüngel- und Kaderverein kann das ja gar nicht sein, wenn man hier in drei verschiedene politische Fraktionen kommen kann. Liebe Freunde. Zwischenfrage für dich zulassen. Gut, also wenn Sie jetzt
eine Frage oder Bemerkung des Herrn Böhring zulassen, dann hat er jetzt das Wort. Lieber Kollege Amthor, ist Ihnen bekannt, dass der bayerische Ministerpräsident, an dessen Seite Sie ja sicher im Wahlkampf stehen, heute verkündet hat, dass er den Klimaschutz in die bayerische Verfassung mit aufnehmen will? Unterstützen Sie sein Anliegen? Ja. Und unterstützen Sie heute unseren Antrag? Weil das wäre ja das, die Linie Ihres Ministerpräsidenten. Ja, ich finde das sehr gut, dass Sie Markus Söder ansprechen, denn das ist in der Tat ein sehr kluger Kollege. Und der hat sich im Gegensatz zu Ihnen, nämlich auch mit der bayerischen Landesverfassung auseinandergesetzt. Denn die bayerische Landesverfassung ist etwas anderes als das Grundgesetz. Und dort ist die Aufnahme der Staatszielbestimmung Klima und Umwelt noch nicht so umfangreich wie im Grundgesetz da. Und deswegen ist es eine kluge Sache, dass Markus Söder das vorschlägt. Aber Markus Söder ist Jurist und er kennt das Grundgesetz und die bayerische Landesverfassung. Sie scheinbar nichts von beiden. Frau Storch, Zwischenfragen sind in der Aktuellen Stunde nicht zulässig, aber können Sie noch zulernen. So, also, wir haben hier einen klaren Pakt vorgelegt, dem Sie nicht zugestimmt haben, einen Antrag. Und ganz ehrlich, Sie beschränken sich lieber darauf, Fake News zu verbreiten und das Ganze in Ihren Echokammern, in den sozialen Netzwerken zu diskutieren. Und das ist nicht unser Niveau. Aber ich habe mir mal Ihre Internetseite angeschaut. Sie werben ja auf Ihrer Internetseite damit, dass man für Sie spenden soll, damit Sie den Migrationspakt verhindern. 1 Million Euro wollen Sie sammeln. Aber ich gebe Ihnen einen guten Tipp. Ein gutes Lehrbuch im Völkerrecht kostet 59,95 oder in unserer Bibliothek kostenlos. Würde Ihnen gut tun. Herzlichen Dank. Denn beim Thema Befugnisse sind unsere Sicherheitsbehörden wirklich mit ihren Fähigkeiten auf der Höhe der Zeit. Bei dieser Frage muss ich sehen, dass wir in Ländern wie in Bayern, wo die CSU mit dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz die richtigen Akzente gesetzt hat. Da hat die FDP Hand in Hand mit der Antifa-Linke Fake News verbreitet. Und das, muss man sagen, ist sicherlich nicht die beste Einstellung für Sicherheitsarchitektur. Sie hetzen gegen die Vorratsdatenspeicherung, Sie verunglimpfen die Online-Durchsuchung als Staatstrojaner und das ist alles kein Beitrag zur Sicherheitsarchitektur. So, ich will Ihnen sagen, mit Blick auf das Brandenburger Paritätsgesetz, das hier mehrfach angesprochen wurde und demnach Listenplätze alternierend an Männer und Frauen zwangsweise vergeben werden sollen, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist an verfassungsrechtlicher Dummheit kaum mehr zu überbieten. Und die Verfassungswidrigkeit ist diesem Brandenburger Paritätsgesetz auf die Stirn geschrieben. Und die superschlaue Brandenburger Landesregierung, die hat dieses niedliche Gutachten vorgelegt. Schauen Sie sich das an. Schön bunt illustriert. Das würden wir auch gerne sehen, Herr Amthor. Bevor Sie das zeigen, danke schön. Schön bunt illustriert, sehr lesenswert auch. Damit hat nämlich die rot-rote Regierung alle Staatsrechtslehrer mal eben weggefegt und deren Meinung. Und hier haben zwei Studentinnen dann ein super schlaues Gutachten geschrieben. Ich kann Ihnen nur sagen, nicht nur bunt illustriert, sondern auch verfassungsrechtlicher Kikifax. Sowas wollen wir im Deutschen Bundestag nicht. Und ich will Ihnen sagen, bei den Linken fängt es ja schon wirklich perfide an. Die Kollegin Teuteberg hat das ganz richtig gesagt. Schon der Titel ihres Antrages ist eine echte Frechheit. Ostquoten in Bundesbehörden durchsetzen, Grundgesetz achten. Ja, das insinuiert irgendwie, als ergäbe sich aus dem Grundgesetz eine Ostquote. Ich weiß ja nicht, welches Grundgesetz Sie in der Linksfraktion haben. In unserem steht das nicht. Ich will auch sagen, dass Sie auf dem linken Auge blind sind. Das kann man in fast jeder Zeile Ihres Antrages lesen. Da kritisieren Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz für Defizite im Umgang mit dem Rechtsextremismus, für Defizite im Umgang mit dem Islamismus. Aber dass man sich mit dem Linksextremismus beschäftigt, das scheint Ihnen ja ein Dorn im Auge zu sein. Wir sind dort nicht blind, sondern wir stellen uns auch gegen den Linksextremismus. Und es ist schon deutlich geworden, wie Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz umbauen wollen. Sie wollen keinen starken Sicherheitsapparat. Sie wollen lieber einen kleinen Stuhlkreis à la Prenzlauer Berg auf dem schönen Samtsofa zusammen mit Ihren Soziologenfreunden die Welt erklären. Wir wollen stattdessen eine funktionierende Sicherheitsbehörde. Sie haben uns vorgeschlagen in Ihrer Rede, Sie hätten einen Besen dabei, mit dem wir mal reine machen können mit unseren Staatssekretären. Ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie damit doch erstmal den Dreck vor der eigenen Tür weg, ehe Sie uns hier belehren wollen. Ganz ehrlich, Steuergeldverschwendung, die Mettbrötchen-Fraktion, mehrere 10.000 Euro in den ersten Wochen und all diese Dinge, von Ihnen brauchen wir nun wirklich keine Belehrung. Und vor allem,
Vor allem, ich weiß, es ist ja wieder vergossene Milch. Es ist vergossene Milch, Ihnen jetzt was über Verfassungsrecht zu erklären. Aber diesmal war es wirklich besonders niveaulos. Wenn Sie dann jetzt anfangen mit Inkompatibilitäten und sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass die parlamentarischen Staatssekretäre gleichzeitig Abgeordnete sind, da kann ich sagen, die AfD kommt doch auf viel bessere Ideen. Wenn wir an den Anfang der Legislaturperiode gucken, dann kann man nämlich sehen, bei Ihnen kann man Bundestagsabgeordneter und gleichzeitig Landtagsabgeordneter sein, so wie die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig im Landtag und im Europaparlament, bei Ihnen geht das alles. Deswegen hochnotpeinlich, was Sie hier gezeigt haben. Wir sind froh, dass wir gute parlamentarische Staatssekretäre haben. Ich danke ausdrücklich dem Staatssekretär im Innenministerium, Günther Krings. Der kennt die Verfassung nämlich besser als Sie. Das ist auch gut so. Ihr Auftritt heute war peinlich. Herzlichen Dank, Kollegin. Nach Albanien und Kosovo haben Sie eine Reise gemacht und da haben Sie dann als Vorsitzender des Rechtsausschusses, ich lese Ihnen das mal vor, folgende Abschlusserklärung unterschrieben. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Albanien ist ein Land in der Mitte Europas, dessen berechtigte Erwartung und Hoffnung, bald Beitrittsverhandlungen mit der EU führen zu können, wir überall zu spüren bekommen. Und noch besser, ich zitiere weiter, insgesamt war sich die Delegation einig, dass Kosovo Unterstützung verdient, um so früh wie möglich Mitglied der EU werden zu können. Also, entweder wissen Sie nicht, was Sie da unterschrieben haben, oder Sie haben kein Gewicht in Ihrer Fraktion. Beides tut mir leid für Sie. Herzlichen Dank, wir lehnen Ihren Antrag ab. Ich glaube, der kleine Jura-Exkurs reicht und angesichts der fortgeschrittenen Zeit und des beabsichtigten Plenumsendes bis hinter 1 Uhr nachts spende ich die verbleibenden 2 Minuten den fleißigen Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung, damit wir vorankommen. Alles Gute, herzlichen Dank, wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank, Kollege Amthor, aber mit 1 Uhr nachts, da wird es nichts. Im Moment sind wir nach 3 Uhr, ich sag's nur mal. Sehen wir uns wieder. Sie können gerne noch mal kommen. So. Und dann das Thema Leitkultur. Das ist ja wirklich das Absurdeste an der Diskussion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Grüne und Linke haben etwas dagegen, dass man bei der Einbürgerung sich in deutsche Lebensverhältnisse einordnet. Ich frage mich, wie kann man da etwas gegen haben? Und wenn es jetzt heißt, die Grünen seien eine so tolle bürgerliche Partei, dieser Auftritt heute hat gezeigt, die Grünen sind eine linke Partei, die ein falsches Verhältnis zum Staat und zur Staatsangehörigkeit haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nichts anderes. Da will ich den Blick insbesondere auf den Vorschlag der FDP werfen, eine Agentur, eine europäische Agentur für Demokratie einzuführen, wie sie Emmanuel Macron vorgeschlagen hat. Ja, vor Verzückung, die Grünen und FDP sind ja schon ganz begeistert. Emmanuel Macron, was für ein toller Typ, ja? Genau, ihr freut euch schon, ihr könnt zusammen mit Macron Hand in Hand. Ich kann das verstehen, dass die FDP begeistert ist über Macron. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Also, das ist auch ein Herr Typ, Kollege, wo man sagt, seine Zwischenfrage des Kollegen. Ja, wessen, von dem? Ja, Herr Hebner, gerne. Sie gucken, ja. Oh, herzlich willkommen.